Hi, willkommen bei Grünschild Barbecue und Lifestyle. Heute wird gewagt. Und zwar gibt es eine Suppe Tom Yam Gong, eine scharfe Garnelensuppe. So sieht das gute Stück aus. Mit lecker Garnelen drin und viel Geschmack. Und wie ich das gerade gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Dann geht's hier gleich los mit den Zutaten. Wir brauchen 1 Liter gekochte Hühnerbrühe, 250 Gramm geschälte Garnelen oder Shrimps, 2 Stangen Zitronengras. Hier habe ich nur das untere Drittel abgeschnitten und ein bisschen zermanscht mit dem Fleischklopfer. Dann brauchen wir 2 gewürfelte Knoblauchzehen, 5 K4 Limettenblätter und 3 dünn in Scheiben geschnittene Galantwurzeln. Die werden schnell braun, also am besten kurz vorher aufschneiden. Den Saft einer Limette, 60 ml Fischsoße, 1 Esslöffel Korianderblätter, 1/2 Teelöffel brauner Zucker, 5 kleine Thai-Chili-Schoten, die grünen, aber seid da vorsichtig, die sind wieder richtig scharf, und 2 Frühlingszwiebeln in Scheiben geschnitten. Dann kommt in das Rezept 125 Gramm Strohpilze in Scheiben. Hatte ich leider nicht gefunden, habe mir einen Pilzmix genommen. 2 Teelöffel geröstete rote Chilipaste, alternativ könnt ihr Sambal Oleg nehmen. 2 cm frischer Ingwer, in Streifen geschnitten und geviertelt. Das sind die ganzen Zutaten, ist alles in der Infobox beschrieben und dann geht's gleich los am Wok. Starten wir mit der Hühnerbrühe. Wird mal schön aufgekocht. Sobald die Temperatur hat, geben wir den Knoblauch, Galant, Zitronengras und Kaffeeblätter dazu. Fischsoße. Den Ingwer. Und lassen das ein wenig ziehen bei mittlerer Hitze. Und die grünen Chilis dazu. Prise, 1/2 Teelöffel brauner Zucker. Die Pilze. Und dann kochen wir das ganz kurz auf. Die Frühlingszwiebeln dazu. Dann natürlich die Shrimps nicht vergessen. Das geht richtig schnell jetzt. Gebe ich rein, einmal Vollgas und dann wird schon gleich angerichtet. Dann auch eine halbe Limette. Schön drüber verteilen. Die Shrimps sind durch, das passt so. Nehmen wir uns den Teller. Bisschen Chilipaste rein, ein Drücker Zitrone drauf oder Limette.
Koriander. Und dann wird das getestet. So Freunde, ihr habt es gesehen. Sieht lecker aus, vielversprechend. Da muss ja Geschmack drin sein. Jetzt testen wir das mal an. Eine Garnele. Eine gute Schärfe. Passt auf, dass ihr nicht zu viel reinmacht. Für mich passt das genauso. Die Säure. Die verschiedenen Aromen. Fischsoße. Limette. Kommt alles gut durch. Zitronengras, zitronig natürlich. Freunde, ich würde sagen, das passt mal unter der Woche tipptopp. Man muss ja auch mal auf die Linie schauen und dann kommt so ein Süppchen richtig gut daher. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wie immer würde ich mich freuen über einen Daumen hoch, ein Abo nicht vergessen, zwei weitere Folgen für euch und bis zum nächsten Mal bei Grill, Chill, Barbecue und Lifestyle. See ya!